Das Skigebiet St. Johann in Tirol ist auf einer Höhenlage von ca. 1000 Höhenmeter und darum wird hier heuer eine Kühlturmanlage installiert. Insgesamt werden 18 Kühltürme, das heißt 6 Module, installiert mit einer Gesamtleistung von 270 Kilowatt. Ein Kühlturm wird dazu verwendet, um das Wasser abzukühlen. Das heißt, wenn eine Außentemperatur ist für 3 Grad und wir haben jetzt eine Seetemperatur bzw. Wassertemperatur für 8 Grad, dann ist eine Beschneiung nicht möglich. Mit einer Kühlturmanlage können wir das Wasser auf die ideale Temperatur bringen und somit in der Vor- und in der Nachsaison effizient Schnee produzieren. Bei einer Kühlturmanlage kommt das Wasser von einer Kühlturmvorpumpe, damit wir einen Minimaldruck haben, um das Wasser zum Kühlturm zu bringen. Wenn das Wasser beim Kühlturm ist, dann wird das Wasser via Düsen auf ein Wabensystem raufgesprüht. Somit erhält das Wasser eine maximale Oberfläche. Der installierte Ventilator, der saugt die Luft von unten nach oben und somit wird das Wasser effizient gekühlt und kann ins Kühlbecken rieseln. Vom Kaltwasserbecken gelangt das Wasser zu den Vorpumpen. Die Vorpumpen transportieren das Wasser zu den Hauptpumpen und die Hauptpumpen leiten das Wasser weiter zu den Schneeerzeugern. Der Kunde wählt ein Demaclenco-Kühlsystem, weil wir ihn individuell die Planung gestalten, auf ihn eingehen, die reibungslose Umsetzung garantieren und danach noch einen lückenlosen Service. Nicht nur hier in St. Johann in Tirol wird heuer eine Kühlturmanlage realisiert, sondern auch in Südtirol, genauer gesagt Grön, bei der Abfahrtspiste. Somit ist die Abfahrt schneesicher und die Veranstaltung kann garantiert stattfinden.